Manager-Lynche, nun auch in Deutschland. Gestern Nacht wurde der ehemalige Top-Manager der Bank IDG, Bert Clausewitz, erschossen. Die Polizei hat noch keine Angabe zum möglichen Täter gemacht. Doch können wir wohl davon ausgehen, dass er Opfer der aktuellen Finanzkrise geworden ist. In den letzten Wochen gab es immer wieder Streitgespräche über das Verhalten der Person. Es ist nicht auszuschließen, dass er Opfer der sogenannten Human Hedgefonds einer menschlichen Rückversicherung geworden ist. Manchmal frage ich mich, was sich in den letzten Monaten schneller voneinander entfernt hat. Geld von Realität oder der Mensch von der Zivilisation. Jeder scheint Hass zu hegen und Rache zu wollen, wie in längst vergessenen Zeiten. Hat denn niemand etwas gelernt? Der kranke Geist der Menschheit scheint getrieben von Gier. Bleibt nur abzuwarten, wann sie uns zum Verhängnis wird. Jede Epoche braucht ihren Helden. Doch dieser ist kein Heiland. Er ist nur ein Mörder. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Ja, Engeldorn hier. Schön, dass Sie dort sind, aber davon habe ich nichts. Ich brauche Sie hier. Merlo? Ja, verdammt. Nun kommen Sie schon. Es geht um den Millionär? Leicht untertrieben ausgedrückt. Der Mann war Multimillionär und nun liegt er in der Kühlbox gleich neben so einem armen Schlucker. Die Telefone geben seit Stunden keine Ruhe und die Staatsanwaltschaft macht uns die Hölle heiß. Also schaffen Sie endlich Ihren gottverdammten Arsch aufs Revier oder Sie werden die nächsten 2 Wochen nicht mehr sitzen können. Merlo war einer, dem das Fernsehen die Gute-Nacht-Geschichten erzählte. Von einem Journalisten ließ er sich mehr sagen als von seinen Vorgesetzten. Wundert mich nicht, dass er den Fall hat. Werde ihn irgendwann mal auf eine falsche Fährte bringen, bis ihn eine Kamera im Stripclub ablichtet. Oder sowas in der Art. Eine Schrotladung mitten in den Bauch. Von dem hatte er zwar reichlich, aber geholfen hat sie ihm nicht. 3 Rippen wurden zersplittert, haben ihm die Gedärme zersetzt. Erinnert mich irgendwie an Stadt der Teller. Schrotkugeln also. Lassen sich nicht zurückverfolgen, ne? Sie sagen es, aber wäre sowieso egal. Der Killer ist wahrscheinlich schon längst in einem anderen Land unterwegs. Klingt nicht so, als ob Sie das bedauern. Sicher, das arme Schwein, das den Kerl festnehmen muss, ist echt zu bedauern. Wird wahrscheinlich noch beim Handschellenanlegen ausgepfiffen. Ha, nein, er soll ruhig verschwinden. Sind Sie denn sicher, dass er der Mörder ist? Aber ja, alles passt. Das Opfer gehört zum größten Abschaum. Wir haben auch wieder eine Liste gefunden mit seinen Vergehen. Die Schrotflinte, der Bauchschuss, ein langer, schmerzhafter Tod. Alles passt. Ihm ist wieder der perfekte Mord gelungen. Wenn Sie sich so sicher sind, was soll ich dann noch hier? Sie ermitteln noch ein wenig, errichten ein paar Straßensperren. Also das Übliche. Im Hintergrund geschäftig tun, während Sie Interviews geben. Jeder bekommt, was er verdient. Ich hoffe doch eine Beförderung, wenn ich ihn schnappe. Den schnappen Sie nicht. Der Mann ist ein Geist. Und wenn ihn jemand erwischt, dann wird es nicht die Polizei sein. Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Sie wollen ihn doch gar nicht schnappen. Es reicht. Tun Sie, was Sie wollen. Sie werden nur wieder auf die Schnauze fallen. Und wenn ich Interviews gebe, dann will ich nicht über die Verschwendungssucht der Polizei reden. Ist das klar? Glasklar. Mit Geld ausgeben hat's die Welt ja irgendwie so momentan. Was hatte Merlo gesagt? Er nannte dieses Verbrechen einen perfekten Mord. Perfekt? Was ist ein perfekter Mord? Davon zu kommen, das Opfer möglichst qualvoll sterben zu lassen? Ich weiß es nicht. Aber was es auch ist, dieser Killer erfüllt es mit seinen Taten garantiert. Ich habe mich schon zu oft innerlich vor diesem Genie verneigt. Von Jack the Ripper sagte man immer, dass man ihn nicht geschnappt hat, weil er kein Motiv hatte. Doch der alte Jack war kein Held. Erstaunlich, wie dünn die Eisschicht ist. Zwischen Genie und Wahnsinn. Frau Clausewitz, mein Beileid. Ja, ja, sparen Sie sich das. Ich weiß doch, dass Sie innerlich genauso denken wie alle. Kann man es mir denn verübeln? Wie meinen Sie das? Naja, Ihr Mann war kein Priester. Nun reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Meinen Sie, Sie können mich mit Ihrem gesellschaftlichen Getue schocken? Mein Mann ist erschossen worden. Ich scheiß auf das, was Sie denken. Ich? Ja, verdammt. Er hat auf Firmenpleiten gewettet und Kredite weiterverkauft. Er hat sogar Steuern hinterzogen. Er hat einen Haufen Leute über den Tisch gezogen und... Erzählen Sie mir nicht, dass diese Leute nicht wussten, worauf sie sich einlassen.
Glauben Sie ernsthaft, dass sich risikolos 10% und mehr Rendite aus einem Geschäft rauspressen lassen, wenn es sauber zugeht? Haben diese armen Schlucker nicht selbst gewusst, dass sie sich niemals sich ein Haus hätten leisten können, als sie sich Kredite geholt haben? Ich sage Ihnen, die, die heute meckern, sind nicht besser als mein Mann. Die haben es genauso verdient, abgeknallt zu werden. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, ha? Huh? Ja, er war der perfekte Mörder. Jack hatte kein Motiv, aber dieser hier hat was Besseres. Sein Motiv teilt er mit 6 Milliarden Menschen. Und er kann ein Schwarzer sein, ein Asiate. Er kann auch ein Eskimo sein, niemand weiß es. Es kann jeder verdammte Zweibeiner auf diesem Planeten gewesen sein. Ja, Merlo, was gibt es? Ich bin nicht von der Presse, was wollen Sie von mir? Ja, Sie mich auch. Wir haben den Mörder. Was? Wie, haben Sie ihn in rotem Cape und blauem Latexanzug erwischt? Sparen Sie sich Ihren Spott, sie hat gestanden. Sie? Ja, Frau Klaustritz, sie hat gerade angerufen und gestanden. Eine Streife holt sie gerade ab. Warum? Ich meine, warum hat sie ihn ermordet? Sein Geld wurde wohl knapp und er wollte sie rausschmeißen. Da wollte sie halt lieber erben. Ein perfekter Mord. Sie hat den perfekten Mord begangen. Mit ihrem Motiv ist es fast unmöglich, davon zu kommen. Aber wenn man seinen einfachen kommerziellen Mord als perfekten tarnt, nein, ausgibt, es hätte funktioniert. Warum hat sie bloß gestanden? Und so stellte sich heraus, dass die Human Hedge Funds nicht für den Tod von Clausewitz verantwortlich sind. Vielmehr steht seine Frau unter sehr dringendem Tatverdacht. Was für eine Tragik. Dieser Mord hätte ein Symbol werden können. Es hätte nicht viel gefehlt und die Masse wäre vielleicht endlich aufgestanden. Irgendwie konnte ich mich die ganze Zeit des Gefühls nicht erwehren. Die Menschen hätten auf diesen Mord gewartet, wie auf ein Zeichen. Jetzt werden sie wieder den Kopf in den Sand stecken, um am Ende in ihrer eigenen Resignation zu ersaufen. Da hat er wohl recht. Es wird absolut nichts passieren. Was wäre eigentlich, wenn die da oben der Frau gesagt hätten, dass sie die Aussage machen soll? Im Austausch für finanzielle Absicherungen oder was weiß ich? Uns hat ja der Mut schon wieder verlassen, aber was wäre, wenn die genau darauf abgezielt hätten, dass er uns verlässt? Eigentlich wollte ich ihm etwas von Verschwörungstheorien erzählen. Doch was ist, wenn er recht hatte? Guy Forbes hätte die Sprengung eines Gebäudes gereicht, um eine Revolution zu starten. Was ist, wenn die Umtaufung dieses Mordes wirklich eine Revolution verhinderte? In Amerika, in Frankreich, überall schlägt die Verzweiflung in Gewalt um. Vielleicht hätte es nur diesen Mord gebraucht. Vielleicht war das Ziel von Human Hedge Fund. Nicht die Rache, sondern der Aufstand. Wurde sein perfekter Mord am Ende sinnlos? Hatte er seinen Zweck verfehlt? Hat das Opfer am Ende den perfekten Mord zu perfekt untergraben? Vielleicht wurde es Zeit, etwas zu tun.